Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hogwarts Legacy. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Können wir hier noch mit der Ausrüstung gucken, die wir neu haben? Das macht uns aber schlechter. Können wir da jetzt noch irgendwas... Ab Stufe 24 können wir das benutzen. Wir sind Stufe 23. Den genauso. Okay. Ja, wir können wieder ein paar Sachen theoretisch auch verkaufen. Jetzt gucke ich erstmal. Ich hatte da aber, glaube ich, genau, ich hatte da schon was markiert. Aber ich kann auch mal gerade auf der Karte finden drücken. Und schauen, was da am nächsten ist. Was war das hier noch? Achso, Astronomie-Altar. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier mal hin soll. Aber ich denke, ich gehe hier hin. Und dann fliegen wir von da aus mit dem Besen weiter. Was haben Sie jetzt vor? Gut. So weit ist es ja von hier aus nicht mehr. Hier irgendwo müsste auch noch so ein Kamin sein. Habe ich eben auf der Karte gesehen. Ich weiß nur nicht so genau wo. Hier ist der. Gut, dann egal. Gehen wir einfach weiter und ignorieren das. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Jawohl. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier. Ja, total abwegig. Hört sich ja dann fast alles gegen uns um Drachen. Sei vorsichtig. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil. Wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Die können wohl sowohl positiv als auch negativ
sein für uns. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Kann ich mir denken. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Gut möglich. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Wie seltsam. Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Revelio! Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Felle. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Das Rüstung schon wieder voll. Wir müssen unbedingt Sachen verkaufen. Irgendwo hatte ich noch was Grünes, was schlechter war. Der macht uns zwar auch schlechter, aber der ist mehr wert. Revelio. Eines Spare Ribs gibt's hier noch. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Irgendwas Interessantes? Ja. Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Kobold-Gefertigtes. Ich habe Kobold-Rüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung? Oder ja. Weniger? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Ja, also da ich auch nicht denke, dass die sehr erfreut sein werden, uns zu sehen, probiere ich mal lieber mit Desillusionierung. Ach Gott. Lass mir das. Desillusionierung. So, jetzt hab ich's. Einmal sammeln. Da wird jemand sein Vorhaben bald bereuen. Die ist auch keine Hilfe, ne? Dass denen das aber auch nicht auffällt, wenn ich da einen nach dem anderen niederstricke. Oder direkt nebeneinander stehen. Was in Merlin? Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Eparo habe ich da wohl gerade nicht. Eparo. Das ist schon ätzend mit den Ausrüstungsplätzen.
Können wir noch irgendwas abgeben, was nicht viel wert ist? Da hinten war, glaube ich, noch irgendwas, ne? Was ich eben nicht mitnehmen konnte, oder? Nein? Okay. Ich dachte. Gut, war aber so ja relativ einfach, weil ich schon einige außer Gefecht gesetzt hatte. Gut, dann betreten wir mal das Zelt nochmal. Das ist wahrscheinlich auch wieder sehr viel größer, als es von außen den Eindruck macht. Was bei Merlins Bart? Ja, okay. Sag ja, Drachen. Drachen? Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Nee, hier drin sind wir mit Sicherheit komplett am Arsch. Ja, ein eher leiser Ansatz ist halt angebracht. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Revelio. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir sind frei. Ist das der über uns, der da angezeigt wird auf der Karte? Sie hat den Hang an ihrer Seite zu arbeiten. Wie am Dreck, Renrock ist bloß in Rookwood sehr abscheulich. Nicht mehr lange. Bald stehen wir nicht mehr unter der Frucht der Zauberer. Wenn die auch angreifen würde. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Würde das gehen. Einen Moment. Hier drüben. Hier sehe ich erstmal nichts weiter. Ist das nervig? Das haben wir ihn eben gefunden. Hier, der verschlechtert uns auch und ist nur grün. Das verbessert uns wenigstens mal. Das hat sich dann zumindest mal gelohnt. Revelio. Hast du die Kobolde gehört? Renrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Sprich doch noch viel lauter. Da ist etwas hinter dir. Da unten.
Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Ich will gerade sagen, dann ändern wir das doch einfach. Woher weiß die eigentlich, dass das sie ist? Sieh nur, wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Erstmal einen gemütlichen Apfel. Hallo, Humor. Schmatzen. Das gehört schon mal uns. Was machen wir dann damit? Muss ja wahrscheinlich auch so warm gehalten werden, damit es nicht kaputt geht. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Das ist echt scheiß nervig. Hier verbessert uns. 50. Von 49 auf 50 ist jetzt auch nicht so die Welt. Und es sieht noch dämlicher aus. Ich lass mal so. Die verbessern uns nicht und verschlechtern uns nicht anscheinend. Das ist ja immer herrlich, wenn man so viele Tränke bekommt. Super, das hat ja richtig gut funktioniert. Da oben. Die merken scheinbar gar nichts in ihrem Eifer. Ob schon wo da alles kommt. Sehen wir gleich.
sieht schon so aus, als wäre das machbar. Wie? Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Das habe ich eben auch schon gedacht. Oh, scheiße. So viel Gringe habe ich nicht. Nur einen Plan. Warum sind die zu dumm, um Protego anzuwenden, wenn wir nicht? Oh weh. Es war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Meinst du, die Wilderer könnten sich rächen wollen? Nach all dem Ärger, den sie mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. So gesehen haben die uns doch gar nicht gesehen. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Weil, die sind ja alle tot. Oder nicht? Warum ist das jetzt immer so leise, wenn da Post vorgelesen wird? Ich verstehe zwar kein Wort ohne zu lesen, aber okay. Hutigel sind denn hier? Was ist überhaupt Blutegelsaft? Blutegelsaft wäre dann quasi ein Blutegel. Wäre dann quasi Blut, meine ich. Mensch. Moment, ganz anders. Zuallererst. Möchte ich hier mal gerade ein paar Sachen verkaufen. Damit wir nochmal einen Blitze im Inventar haben für neue Ausrüstung. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Eigentlich brauche ich eher Geld.
Fällt mir zwar gut und es ist legendär, aber Kampf kann man, also die Fall, ich weiß gar nicht mehr, kann man das verbessern? Verteidigung. Bin ein klein wenig überfordert damit immer. Spart, dass man immer noch, weil das halt ich hoffe, wir sehen uns wieder. Legendär ist, oder wie es heißt. Eigentlich wollte ich hier hin. Kann ich jetzt noch irgendwas davon auswählen? ...60 statt 49 ist auf jeden Fall schon mal was. Ne, 50 statt 49. Okay, dann scheiß drauf. Gut. Dann lasse ich das jetzt einfach mal gerade so fürs Erste. Professor Weasleys Aufgabe. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseite im Buch Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Und wir sollen wieder mit Sebastian reden. Ich reise jetzt erstmal dahin. Dann machen wir das zuerst. Gehen wir mal zuerst in den unterirdischen Hafen. Anscheinend, oder? Ist das hier? Ja. Okay. Interessant. Das ist also der unterirdische Hafen. Revelio. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Das war's anscheinend erstmal hier. Ist das hier? Ah, okay. Hier lang kommen wir weiter zu, keine Ahnung. Hier kommen wir nicht. Keine Ahnung, wieso das da unten auf der Karte so angezeigt wird. Gut, dann Bibliothek. Laufe ich mal eben dorthin. Es ist ruhig. Still in der Nacht. Und da sind wir auch schon in der Bibliothek. Dass ich die noch nicht gefunden habe, wundert mich. Da die Treppe hoch? Nein. Ja. Doch. Okay. Wenigstens gibt es hier mal nochmal einen Wegpunkt. Und einen armen Hauselfen. Um das mich Professor Weasley bat, sollte ich hier irgendwo sein. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja.
Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quizfragen? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Verständlich. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Ich bin kein Ravenclaw. Komm. Ein Quiz klingt nach Spaß. Auf großartig. Geht's. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Ich weiß welches sowieso gar nichts. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil da der goldene Schnatz als zweite Antwort steht und irgendwie vor Erfindung des goldenen Schnatzes oder hieß der Vogel genauso? Ich nehme das einfach mal. Der goldene Schnatz. Richtig. Okay. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Ich frage mich wieso. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Die Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Klatscher sind, glaube ich, klein. Ich glaube, der Quaffel. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Wahr? Wahr. Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Hm. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. War Hermine nicht so, so eine Art Katze ich denke, geworden? Das reicht langsam. Ich lege das Film. Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Komm, eine Runde machen wir noch. Ich möchte gerne mehr Fragen beantworten. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Politik, bin ich raus. Der Orden des Merlin. Nein, das ist falsch. Verdammt. Richtig ist der Rat der Zauberer. Das wollte ich zuerst sagen. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Ich kann nicht mal die Wörter lesen. Das antipodische Opalauge, der peruanische Viperzahn oder der ukrainische Eisenbauch. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Der ukrainische Eisenbauch. Tut mir leid, aber die Antwort lautet der peruanische Viperzahn. Hatte ich auch noch überlegt. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Ich habe jetzt eher gedacht, weil Peruaner klein sind. Gegründet. Wenn sie Hogwarts irgendwie zu einfach, oder? Gab es nicht mal irgendwas mit Woodcroft? Hengis von Woodcroft. Das stimmt. Boah, es wird angenommen, immerhin. Dass Hengis das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Was? Keine Ahnung. Ich kenne nur die Demigeist, weil wir die Statuen einsammeln sollen. Ein Demigeist. Keine Ahnung. Der Hintertür kann sich unsichtbar machen. Aber die, die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Was ist denn ein Letifold? Warum ist Patronus so komisch geschrieben im Vergleich zum Rest?
Der Schockzauber. Nein, die Antwort ist der Patronuszauber. Deswegen ist er so komisch geschrieben, das sollte... Der Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Bell, ein Wink mit dem Zaunfall vom Spiel. Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Die Fragen sind doch ein bisschen deutlich schwerer geworden. Ich dachte jetzt, das wären auch noch so Harry Potter Buchfragen. Das da kann doch keiner beantworten. Lavender Montmorency. Das ist falsch. Die Antwort, die ich gesucht habe, war Gamp. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Wie lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Deswegen müssen die Hauselfen auch kochen und es wird nach oben beschworen, weil die Küche unter den Tischen ist, wenn ich das noch richtig weiß. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das Motto von Hogwarts ist. Wissen ist die wahre Magie. Nein, es ist Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titillandus. Das hätte ich jetzt auch übersetzen können, wenn ich es gewusst hätte. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Wie viele Fragen sind das denn? Da soll ich ab und an mal was über die Gegner lesen. Die Runespore. Das stimmt. Parselmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Ich weiß nicht mal, was eine Runespore ist. Der linke Kopf ist der Planer, der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Ich dachte nur, Basilisk macht keinen Sinn. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberer? Und auch nicht. Ilvermorny. Keine Ahnung. In den Pyrenäen. Nein. Ilvermorny befindet sich nämlich auf Mount Greylock. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Esau Sayre und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Kann man erstmal nochmal aufhören? Wenn ich das gewusst hätte, ich das da nicht. Keine Ahnung. Amor. Amortentia. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Zum Beispiel staubige Bucheinbände oder... Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Ich konnte nicht mal die hier beantworten. Ich habe jetzt keine Zeit für ein weiteres Quiz. Gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Lass mal stecken. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Buch, falsch. Revelio. Buch über Verwandlung, die Zwischenstufen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierteren Antworten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Ja, sollten wir.